Ich würde mir unglaublich gerne das Video von Marvin reinziehen. Presse mit Laura Müller-Double reingelegt. Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht. Laura Müller ist die angetraute Dame von Marc Eggers unehelichem Vater, Michael Wendler. Und Laura Müller ist eine sogenannte hübsche Dame, eine geile Sau de facto. Und jetzt wurde es da wohl von Marvins Seite aus getrollt. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich würde sagen, okay, baby, let's go. Die Schlagzeile, die aktuell überall kursiert, angebliche Fotos von Laura Müller, die sie schwanger zeigen soll. Wahnsinn, was gestern los war. Von der Schlagzeile habe ich an der Stelle dann wohl nichts mitbekommen. Es hat so hohe Wellen geschlagen. Was übrigens, Quellen sind übrigens ulkig und verkohlen. Was? Hallo, da bin ich wieder. Vor knapp zwei Wochen habe ich ja mit Entsetzen feststellen müssen, dass ich scheinbar kein Journalist bin. Zumindest sagt das ein Gericht. Und da habe ich gedacht, komm, ich lerne den Beruf einfach nochmal komplett von vorne. Und das geht am besten. Dass das jemand von euch mitbekommt, dass Laura Müller schwanger ist und vor allem wen juckt's? Bei den größten Verlagshäusern dieses Landes. Und da möchte ich aber mal vorher überprüfen, wie die so arbeiten. Im Grunde genommen muss ich mich ja einfach nur noch entscheiden, welche Fake News ich verbreiten möchte. Aber sind wir ehrlich, die Entscheidung ist schon längst gefallen, denn Laura Müller ist schwanger. Über Laura Müller und Michael Wendler wird so viel geschrieben, jeden Tag 30 Artikel, ob sie aufstehen, ob sie irgendwas posten, ob sie Onlyfans machen, sogar ob sie pupsen. Alter, wieso ist denn das so relevant, Digga? Darüber wird geschrieben, Laura Müller ist schwanger und vielleicht sogar Fotos mitschicke. Ich glaube, dann drehen die richtig durch. Das Konzept ist so gut wie fertig. Ich organisiere gerade eine Doppelgängerin von Laura Müller. Yo. Aber genauso wichtig ist natürlich auch der Paparazzi, der... Diese Doppelgängerin darf niemals von Orange Morange gefunden werden. ...der die Fotos schießen soll. Und der hat auch in diesem Fall natürlich einen komischen Namen. Kuss. Und komisch ist hier Programm, denn er heißt Richard Ulkig. Ulkig ist ein Synonym für komisch, spaßig oder lustig. Und bei dem Namen sollten eigentlich alle Alarmglocken schrillen. Wenn das nicht ausreicht, sollte auf jeden Fall ein Blick auf die Website genügen. Denn die hat gerade mal 5 Euro bei Fiverr gekostet und dementsprechend sieht sie aber auch aus. Aber es kommt natürlich nicht auf die Qualität der Website an, sondern auf die Fotos des Fotografen, klar, die darauf verbaut sind. Denn ich bin auf jedem einzelnen Foto mit drauf. Zum Beispiel hier, bei dieser Frau. Guck mal in die Hosentasche, da bin ich. Auf diesem Foto stecke ich in der Nase. Sieht im ersten Moment nach einem riesen Popel aus, aber das bin ich. Bei dieser Joggerin liege ich unterm Schuh, quasi wie ein großer Stein. Aber ist das dumm, Alter. Es ist auf mein Gesicht. Dumm, Junge. Das Foto sieht nach einer gewöhnlichen... Digga, der Creeper-Fenster. In Hütte aus, wenn man aber mal ins Fenster schaut, guck ich da raus und sage Kuckuck. Junge, offensichtlicher geht's ja wohl nicht. Das ist mein Lieblingsfoto, denn das ist nicht mein verstorbener Opa, sondern das bin ich selbst. Man erkennt's vielleicht an der Alpha-Jacke. Hier vergleich mal das Originalbild. Die Face-App macht nichts. Ist das dumm, Alter. Ich persönlich fände es tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn sich renommierte Zeitungen auf einen Fotografen berufen von... Nein, das ist nicht schwierig, denn das machen renommierte Zeitungen gerne. Renommiert ist jetzt auch so eine Frage, ne? Ist die Bild-Zeitung renommiert? Ja, gut. ...den sie noch nie vorher was gehört haben und den sie wahrscheinlich nicht mal überprüft haben. Und von wem sie auch nichts gehört haben sollten, ist unser Fangirl, Michaela Verkohlen. So haben wir sie zumindest genannt, weil wir einfach noch eine zweite Quelle haben wollen, die Laura Müller im Supermarkt gesehen haben soll. Sie hat heimliche Fotos und heimliche Videos von Laura Müller gemacht. Und auch den Content werden wir einfach an die Presse schicken, um zu schauen, ob sie unseriösen Quellen vertrauen, ohne sie einmal zu überprüfen. Ich stehe jetzt vor Little USA World, das ist ein amerikanischer Lebensmittelladen hier in Linden bei Gießen. Oh. Und die haben nicht nur die originalen amerikanischen Lebensmittel, den Süßkram und die geile Cola. Auch den Look, oder? Sondern der sieht auch mega authentisch aus. Und deswegen die perfekte Location für unser... Wie smart. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die wohnen ja in den USA. Überkrass. Oh, ich häng fest. Und die Protagonistin unseres ganzen Streichs... Hä, die sieht ja echt so aus. Ist Nina. Warum Nina dabei ist, ist, glaube ich, ziemlich... Hä, die sieht ja wirklich aus wie Laura Müller. Ob sie möchte oder nicht, sie sieht Laura Müller verdammt ähnlich. Und Nina ist auch eine kleine Berühmtheit im Internet, denn auch ihr Freund ist fast so bekannt wie der Wendler. Ja, ich wäre gern der Wendler, aber es hat nur zum Hüftgold gereicht und... Nein, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, die gebe ich dir mal. Ja. Icke Hüftgold hat sich eine geklärt, die genauso aussieht. Was ist denn hier los? Man muss ja erklären, diese Maske, die hast du nicht aus Spaß auf. Hä? Ich habe einen originalen Schwangerschaftsbauch bei Amazon bestellt. Der sieht folgendermaßen aus. Den hole ich mir auch. Und rate mal, was ich heute Morgen vergessen habe. Und deswegen haben wir schnell noch diese Maske besorgt und die könnte eigentlich auch super als Schwangerschaftsbauch funktionieren. Das heißt, du wirfst dich jetzt in Schale, du hast dir extra das Laura Müller Fan-Outfit besorgt. Absolut. Was, worauf muss man da achten? Knapp kurz, knapp und schwarz. Und billig muss es aussehen, billig. Danke, Icke. Und der Junge, wie muss funny. Runter. Das heißt, zieh dich gerne mal um und dann starten wir unser Fotoshooting. Guck mal, wer ist hier, genau. Schwimmst ein bisschen ein.
Wir haben eine schwangere Laura Müller. Nein, wir haben verschiedene Perspektiven und oder? Wir haben verschiedene Arten. Das ist doch so offensichtlich gefaked. Professionelle Fotos von einem Paparazzi. Man sieht doch sogar, dass das hier nicht echt ist, oder? Man checkt das doch. Fotos, die heimlich irgendwelche Fans gemacht haben und sogar. Man sieht sogar den Abdruck von dieser Maske. Heimliche Videoaufnahmen. Was will man mehr? Ich hoffe, dass die Presse das frisst. Der Fotograf hat mir jetzt die finalen Bilder geschickt und wir haben uns für drei Motive entschieden. Das erste sieht folgendermaßen aus. Man sieht vermeintlich Laura Müller schwanger im knappen schwarzen Kleid mit Sonnenbrille auf. Wenn man aber mal ranzoomt auf ihren linken Arm, mit dem sie so durch ihre Haare fährt, sieht man, dass da ein Tattoo drauf ist. Und die echte Laura Müller hat kein Tattoo am linken Arm. Also ein klares Indiz dafür, dass das nicht Laura Müller ist. Okay. Foto Nummer 2 sieht voll. Haben sie trotzdem ein Tattoo gelassen? Aus, auch sieht halt echt so aus, ne? Dass man nicht sieht halt wirklich so aus wie Laura Müller. Spektakuläres. Wenn man da aber ranzoomt. Nein, die werden das sogar gecheckt haben, die Medien. Aber die werden das trotzdem halt nicht berichtigt haben, weil das natürlich Baba-Presse ist für die, ist doch klar. Die Produkte. Sieht man, dass da ein Etikett drauf ist, das ein Eurozeichen trägt. Ja, das juckt die nicht. Eigentlich wird in Florida mit US-Dollar bezahlt. Das werden die, das haben die bestimmt gesehen. Dafür, das haben sie bestimmt gesehen und gecheckt, aber das ist denen egal, wegen Geld. Motiv Nummer 3 sieht folgendermaßen aus. Auch vermeintlich Laura Müller schwanger. Aber im Hintergrund ist auch irgendwas komisch, denn da ist ein Typ in fetter Winterjacke unterwegs, wobei doch gerade in Miami, Florida locker 20 Grad sind. Warum sollte der so eine fette Jacke tragen? Vielleicht für den Drip, kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Und ein zweites Indiz ist auch klar zu sehen, denn oben links ist ein Schild mit deutschen Worten. Deutscher Schrift. Man erkennt nicht alle, aber ein Wort ist ganz klar zu sehen, nämlich das Wort Kasse. Und selbst da sollten alle Redakteure aufmerksam werden. Kasse. Das Wort Kasse gibt es Kasse. Eigentlich schon so nicht. Kasse. Wir haben sogar noch ein viertes Motiv geschossen. Das sieht so aus, da bin ich im Hintergrund zu sehen. Das ist mir allerdings doch ein bisschen zu heikel, das werde ich so nicht verschicken. Denn das ist dann doch viel zu eindeutig. Und die sollen ja noch ein bisschen recherchieren, die Journalisten. Dementsprechend werde ich die ersten drei Motive jetzt mal an die Presse verschicken. Und bin sehr gespannt, wer darauf reinfällt. Gestern Abend habe ich die E-Mails rausgeschickt. Niemals. An die verschiedenen Zeitungen. Niemals kauft jetzt das ist eine nachgegangen. Das kann ich sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was in meinem Postfach schlummert. Ich aktualisiere mal. Digga, größter Troll der Welt, dieser vom Typ. Vom OK-Magazin. Das ist so ein Klatsch- und Tratsch-Magazin. Und die haben geschrieben, wir hätten definitiv Interesse an den Bildern. Daher die Frage, wo wir preislich liegen. Ich muss ja dazu sagen, da habe ich im ersten Moment gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich Fotografen Geld machen wollen. Und da kann ich ja jetzt nicht mit 10 Euro um die Ecke kommen, weil dann denken alle, was ist das denn für ein Typ? Das ist doch niemals echt. Deswegen werde ich jetzt mal pro Foto, pro Motiv 250 US-Dollar, weil ich ja aus Florida komme, verlangen. Ich habe jetzt parallel noch mal bei meinem Fangirl-Account reingeschaut. Danke schön, Kuss. Wow, okay. Das war jetzt nicht geplant. Ich denke mal, das ist irgendeine Redaktion. Ulkig ist der Name. Richard Ulkig. Ulkig, schönen guten Tag. Hallo, hier ist Nein. Wir hatten jetzt gerade so eine kleine Konferenz hier auch mit unserer Chefredaktion wegen der wahnsinnig tollen Bilder von Laura Müller. Ja. Wir sind natürlich sehr interessiert an einer Nutzung. Hast du eine Vorstellung davon, Nein. wie wir da mit dem Honorar liegen, wenn nein. Paket machen für Print und Online? Am Ende sind es 17 Motive, die ich aktuell habe von dieser Situation. Da muss ich gleich mal fragen, wenn du sagst, du hast 17 Motive. Welche Art Motive sind das? Mal steht sie ein bisschen seitlicher, mal hat sie so die Hände in den Haaren. Sie hat irgendwie an der Maske und am Handy auch ein bisschen rumgespielt. Und genau, das sind im Grunde genommen die Fotos. Und ich meine, es ist ja ziemlich eindeutig, ne? Und du warst ja vor Ort. Also es kann jetzt nicht sein, dass die Frau ein bisschen zu viel Brokkoli gegessen hat oder so, ne? Was? Nee, also ich sage euch, wenn ich euch nochmal die, sag ich mal, seitlicheren schicke, das sieht schon sehr eindeutig aus. Also die Dame hat auch Deutsch gesprochen, dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus. Ja, da habe ich tatsächlich jetzt auch, als ich die Fotos gesehen habe, überhaupt keinen Zweifel dran gehabt. Dann passt wirklich auch alles. Dann würde ich mich einfach nochmal, entweder nochmal telefonisch oder per Mail nochmal bei dir melden. Super, ciao. Ich muss mal ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen. No way. Es klang natürlich jetzt sehr geldbasiert. Ich möchte aber daran nicht verdienen. Ich werde entweder die Rechnung gar nicht erst ausstellen am Ende oder das Geld am Ende wieder zurückzahlen, weil ich möchte den Leuten natürlich kein Geld abknüpfen für eine Geschichte, die erstunken und erlogen ist, sondern es geht mir einfach nur darum. Kann man dafür nicht auch eine Anzeige kassieren, Digga? Der kommt doch schon wieder in den Knast. Dass ich zeige, dass diese Magazine halt einfach jede Story nehmen und daran klammern. Raus, Digga. Chat, kann man dafür eine Anzeige kassieren? Kann der wieder in den Knast kommen dafür, oder? War das Laura Müller wirklich? Bei unserem Fangirl sieht es auch nicht schlecht aus, denn da habe ich auch gerade mal reingeschaut. Dort haben sich per E-Mail auch einige gemeldet, und zwar
einmal RTL tatsächlich. RTL zusammen mit der Zeitschrift Gala. Hier haben sie auch geschrieben, krank. Die gehören jetzt seit neuestem irgendwie zusammen. Krank. Und jetzt hat sich hier der Typ für den Rechteeinkauf bei mir gemeldet. Sie haben Interesse an dem Material und verifizieren das Video gerade. Und das ist natürlich super. Was das genau heißt, weiß ich natürlich nicht. Ob sie das jetzt in irgendeine Software reintun, die das Video analysieren und dann die gesichtsbiometrischen Daten mit Laura Müller. Ja, die werden da gar nichts checken, werden die. Es geht denen nur um Geld, Alter. Betrug vielleicht, ne? Gemeldet, und zwar einmal heute.at. Die möchten das auch unbedingt exklusiv haben. Mit denen habe ich heute Morgen auch schon über Instagram geschrieben. 50 Euro, Wer Digga. Auf jeden Fall relativ gut gearbeitet hat und auch ein gutes Auge hat, ist die Zeitschrift Der Westen. Die haben geschrieben, wir haben uns das Video mehrfach angesehen, doch beim genaueren Betrachten sieht man, dass es sich nicht um Laura Müller, sondern um eine andere Person handeln muss. Krass. Vielen Dank fürs Vertrauen und weiterhin schönen Urlaub in Florida. Krass. Ich bin auf jeden Fall stark. Mit einem anderen Magazin in Kontakt und bin mal gespannt, wer als erstes zuschlägt. Geiles Video mal wieder, oder? Marvin wirklich Baba-Content immer. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe ja eben mit der Dame vom OK-Magazin telefoniert. Es sind nicht mal 10 Minuten vergangen, seit der letzten Mail. Ich habe dir nicht mal meine Zahlungsinformationen geschickt. Und der Artikel ist schon online. Was? Das darf nicht wahr sein. Das heißt, wenn ich nicht Was? Mal denen meine Zahlungsinformationen geschickt habe, dann Nein. können die ja in der Zwischenzeit auch nicht das Foto überprüft haben. Ja, und oder, überhaupt die Rechte geklärt haben. Weil bei Laura Müller und Michael Wendler nachgefragt haben. Die haben dann gesagt, schnell, wir müssen drucken, wir müssen drucken. Und wenn ja, bist du schwanger? Dass es so einfach geht, hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Hey, what? Aber okay, ich habe in diesem Moment auch eine Mail von der Kollegin bekommen und sie hat mir nochmal gesagt, sie entscheiden sich für das Foto und fragen, ob der Fotocredit denn richtig ist. Und natürlich ist der Fotografenname sehr, sehr wichtig dabei. Das heißt, es steht unter jedem Foto der Name Ulkig. Ist wirklich ein bisschen ulkig. Schauen wir mal also, was das OK-Magazin jetzt dazu geschrieben hat. Seit Wochen wird über Nachwuchs bei Michael Wendler und Laura Müller spekuliert. OK-Mac hat nun ein exklusives Foto, das kann doch nicht sein, Chat. Einen Babybauch zu zeigen. Die Zeitungen machen sich nicht strafbar, weil das ist deren Business. Die quatschen ja nur Scheiße. Lügenpresse, Lügenpresse. Als hätte sie einen Babybauch. Also man zieht sich so ein bisschen aus der Bredouille, irgendwas zu behaupten, was am Ende nicht wahr sein könnte. Dieses Foto könnte kaum eindeutiger sein. Laura Müller muss ja dieses Video auch gesehen haben, oder? Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob die 21-jährige und Skandalschlagerstar Michael Wendler ein Baby erwarten kann. Auf den Bildern ist Laura Müller in einem Supermarkt zu sehen. Unter ihrem knallengen schwarzen Kleid zeichnet sich eine deutliche Wölbung in der Körpermitte ab, die 21-Jährige offenbar nicht einmal versucht zu verstecken. Dass es sich hierbei um einen Babybauch handelt, scheint damit noch kaum zu leugnen zu sein. Bleibt abzuwarten, wann er und Laura Müller die Baby-News offiziell machen. Denn schon jetzt lässt sich der mögliche Babybauch kaum noch verstecken. Und in diesem Moment ist auch der zweite Artikel online gegangen. Und zwar auf heute.at. Ist, glaube ich, eine der größten News-Seiten in Österreich. Ja. Und die haben das Video von unserem Fangirl, von unserer Leser-Reporterin. Ja, mir auch so, weil die haben die Fotos ja nicht gekauft. Michi Verkohlen verwendet. Erwarten die Wendlers Ich check's nicht, weil die haben die Fotos ja bei ihm nicht gekauft. Eigentlich. Babybauch. Leser-Reporterin Michaela, die gerade ihren Urlaub in Cape Coral im Bundesstaat Florida verbringt, traf offenbar am Dienstag gegen 14:30 beim Einkaufen den Sänger und seine Frau Laura. Der Bauch der schlanken Influencerin ist deutlich runder als früher. Offiziell verkündet hat das Paar die Baby-Views noch nicht, aber das Video spricht Bände. Es ist kann nicht sein, zu einfach, um wahr zu sein. Wahnsinn. Aber dass renommierte Newsseiten einfach die kein Fact-Checking gar nichts mit 500 Followern vertraut, der nicht mehr öffentlich ist. Laura Müller muss das ja auch abfeiern bis zum Gehtnichtmehr. Die checkt ja auch, dass diese Zeitungen nur Scheiße schreiben die ganze Zeit und denkt auch so, holy shit, jetzt wurden sie endlich mal gefft, wisst ihr? Da habe ich zwar 54 Beiträge, aber die Beiträge, die sind alle gleich. Ich habe da einfach so viel hochgeladen, damit da oben einfach eine große Zahl steht, nämlich 54. Und als privates Profil sieht ja keiner, was da hochgeladen wurde. Wie smart. Okay, jetzt ist was passiert, was den Stein deutlich schneller ins Rollen bringt, denn die Bild ist auf die Nachricht aufgesprungen. Nein. Ich habe denen die Bilder nicht zugeschickt, aber sie haben es beim OK-Magazin gelesen und haben jetzt auch einen Artikel gemacht. Babygerüchte um Laura Müller. Das Foto zeigt die Website OK-Magazin darauf zu sehen, eine junge Frau mit langen braunen Haaren, offensichtlich Laura, die trägt einen kurzen schwarzen Rock. Darunter wölbt sich ein Bäuchlein, der zu einer im vierten Monat schwangeren Frau passen könnte. Das ist so peinlich, Mann. Das ist so peinlich okay, für die deutsche Presse wieder. Das Bild. Okay, sie sagen halt, es scheint Laura zu sein, sie ist es vielleicht aber auch nicht. Und es könnte zu einer im vierten Monat schwangeren Wahnsinn, Frau passen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Okay, viel hätte, Wahnsinn. Wenn und Aber. Fakt ist, wir haben es auf die Startseite geschafft.
Und das wird, glaube ich, jetzt dafür sorgen, dass noch viele mehr darüber schreiben. Jetzt wird ja Fernsehen. Wenn die Bild schreibt, ne? Dann springen alle ganz schnell auf den Zug und ich bin sehr, sehr gespannt, wer alles da noch mitmachen wird. Es ist wirklich krass. Also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich find's krass, dass man so leicht Gerüchte streuen wirklich kann. Auf der anderen Seite ist da kann es man halt auch froh sein, dass man selber nicht diesen Status von so einer Laura Müller hat. So klein an, bei Nico war schon voll viel rumgeficke von wegen Edward Vater, bla bla bla, Falschberichterstattung und so weiter und so fort. Stell dir mal vor, ihr seid so jemand wie Laura Müller. Jeden Kack, den ihr macht, der wird sofort berichtet, aus dem Kontext gezogen und so weiter und so fort. Wie stressig, unglaublich stressig das Leben von diesen Menschen sein muss. Wahnsinn. Lustig, dass die das jetzt hier alle schreiben. Also Bild, T-Online, Heute.at, OK-Magazin, alle springen darauf auf. Wahnsinn, klar, oder? Medien sowas muss man doch erkennen. Ein bisschen aus ja, der Bredouille, indem sie halt auf andere Medien verweisen, die zuerst darüber berichtet Wahnsinn haben. Wahnsinn. Aber Fakt ist, man springt halt auf den Zug gutes auf, Video, Hoffnung, gutes Video, wirklich. Die ersten einfach zu sein, Gossip am Schulhof, wo du sagst, es wird die no joke. Marvin, sehr starkes Video, ehrlich jetzt. Also, Stand jetzt ist es... Stell dir vor, dein Kollege sieht aus wie Revi. Digga, wenn es irgendwann einen Doppelgänger von mir gibt, bitte bau irgendeine Scheiße, damit ich davon... mach bitte nichts. Halt in Florida. Ich suche mir auch noch einen Doppelgänger, wartet ab. Da, wo die beiden wohnen, nachts. Ich möchte die ja nicht in Schutz nehmen, ich finde die ja auch Banane. Aber ich finde, als Privatperson hat man ja trotzdem das Recht, ja. Es geht dann nur um die schnelle Kohle, Tibetmann. Du sagst es, Mann. Sie wollen nur schnell das Geld. Zusammenfassend sind fast alle Medien auf meine Fotos reingefallen. Das OK-Magazin hat sie zuerst veröffentlicht, aber danach sind alle auf den Zug aufgesprungen und einer mal schreibt, haben die Fake News verbreitet. Also wirklich auch die großen Fans. Wenn ihr Doppelgänger von mir kennt, schickt mal Bilder von denen auf Instagram-Chat. Schreibt mir eine DM. BZ, Bunte, Promiflash, sogar im Ausland, in Österreich und der Schweiz. Oh, sogar Promiflash. Schweiz haben sie darüber geschrieben. Promiflash, Digga. Und keiner hat es angezweifelt. Außer auf Social Media. Da gab es schon früh Diskussionen, ob das wirklich Laura Müller ist oder ob die Fotos fake sind, was sie auch im Endeffekt sind. Und dann kam RTL und hat Licht ins Dunkel gebracht, indem sie sich einfach die Fotos ein bisschen genauer angeschaut haben. Ja. Und die haben sogar noch andere Easter Eggs entdeckt, an die ich gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel sehen von Laura Müller die Lippen wohl ein bisschen anders aus und außerdem hat Laura im Gegensatz zu Nina ein Muttermal im Gesicht. Habe ich so nicht dran gedacht, ja, gut. Aber zum Glück gibt es noch Leute, die genau hinschauen. Neben den 5 Fakten, die RTL präsentiert hat, gibt es aber auch noch einen 6. Fakt, die diese Fotos unglaubwürdig erscheinen lassen. Und den hat Michael Wendler selbst bei Telegram gebracht. Aber mit Sicherheit trägt Laura keine Maske und ist nicht schwanger. Ja gut. Ja gut, dass Laura keine Maske trägt, macht ja Sinn, klar. Darauf hätte man natürlich kommen können, dass die Gattin von Michael Wendler keine Maske tragen darf und deswegen diese Fotos natürlich nicht echt sein können. Ich glaube persönlich, dass hier die Medien selber vielleicht der Initiator dieser Falschmeldung... Digga, 150.000 Abonnenten in dieser Gaga-Gruppe von Michael Wendler. Junge. War, denn... Es ist wirklich so, dass Laura nicht schwanger ist. Übrigens hat er die 5 Minuten davor und die 5 Minuten nach diesem Statement in dieser Sprachnachricht einfach irgendwas gesagt mit bunkert euch ein, kauft euch ganz viele Lebensmittel. Ja. Und dazwischen einfach mal gesagt, nö, Laura Müller ist nicht schwanger. Guter Newsflash da auf Telegram. Die höre ich mir jetzt öfter an. Inzwischen hat das OK-Magazin auch einen zweiten Artikel veröffentlicht, wo sie ihre Fehler einräumen. Sie schreiben darin ganz klar, dass sie wohl möglich einem Fake aufgesessen sind und entschuldigen sich sogar bei ihren Leserinnen und Lesern. Kriegt ihr jetzt nicht trotzdem Ärger? Finde ich cool, dass man nicht versucht, das Ganze irgendwie unter den Teppich zu kehren, sondern offen damit umgeht. Und die meisten Medien machen es genauso. Inzwischen sind so viele Artikel darüber erschienen, dass das Ganze wohl ein großer Schwindel ist. Ich bin aber umso gespannter, ob sie auch über unsere Auflösung berichten. Denn wenn man die Geschichte erzählt, dann von vorne bis hinten. Oh, Marvin, das gibt Presse, Digga, das gibt Presse. Laura Müller hat ja mittlerweile auch ein Statement veröffentlicht. Und da schreibt sie, dass wenn sie ein Baby zu announcen hat, dass sie das dann auch selber macht. Und das muss man natürlich komplett respektieren. Dementsprechend an der Stelle alles Gute für sie. Was bleibt also am Ende übrig? Die Moral von der Geschichte ist also, glaub nicht alles auf den ersten Blick, hinterfrage das Ganze und schau vielleicht nochmal nach 2, 3 anderen Quellen, um auf Nummer sicher zu gehen. An der Stelle auch noch ein 2. Tipp, geht doch gerne mal in die Infobox, da findet ihr den Link zum Instagram-Profil von unserer Doppelgängerin Nina. Und da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren liebe Grüße von mir hinterlassen. Und wenn ihr eh schon auf Insta unterwegs seid, dann abonniert mich auch gerne, genauso wie hier auf YouTube, würde ich mich sehr drüber freuen. Starkes Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe Marvin gar nicht abonniert, dann machen wir das mal. Stark, Junge. Sehr, 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 sehr gutes Video, no joke. Sehr, sehr, sehr stabiles Video, ehrlich jetzt.